Leute, ich hab's gerade total, es tut mir so leid. Da war gerade ein Fisch, die können übers Wasser laufen. Ja. Das heißt auf dem Land. Das heißt auf dem Land. Auf dem Land. Wie heißt es? Fußfisch. Fußfisch. Fuß. Die haben Füße, die können wirklich laufen. Und hier sind Krabben. Und ich ärgere mich gerade so, dass das so geil ist. Es war so ein Riesenfisch. Guck mal da oben, die rutschen gerade ins Wasser. Das sieht man, glaube ich, wirklich nicht von der Kamera, weil ich kann ja nicht zoomen. Aber die sind... Das ist Baby. Viele. Da, und die rutschen in so Löcher rein, hier am Rand, und die Löcher rein, gehen die da rein. Und hier auch, hast du gesehen? Oh, da ist ein, oh, sieht man den? Ich weiß nicht, ob man den sieht, man sieht hier gar nichts einfach in meiner Kamera. Nein, der hängt doch da drinnen. Ach da, ey, ohne Scheiß, ich finde es so geil hier. Leute, das ist ein kleines Krokodil, seht ihr es? Habt ihr es gesehen? So cool! So. Wir gehen jetzt in den Nationalpark und laufen beide mit Regenschirm rum. Nein, es regnet nicht, es ist einfach nur kackenwarm. Und sie holt auch noch einen Regenschirm. Ja, und dann, damit wir nicht erschwitzen. Damit wir nicht wie nennt man das? Verbrennen. Damit wir nicht verbrennen in der Hitze. Genau, und ja, es ist so cool hier, wirklich. Ich freue mich voll. Voll fun hier. Sinuk Mark. Sumke, ich bin zu faul, die Kamera zu drehen, deswegen sag mir, wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Süßigkeitenmuseum. Mann, Sumke, du hast es voll verkackt. Ist das Essen echt? Guck mal. Cool. Leute, ich fasse jetzt Essen an. Goitiao. Das sieht so echt aus. Voll cool. Ja, das ist sehr schön. Das sieht so echt aus. Sieht alles so echt aus. Ich würde gern reinbeißen. Aber Sunni, zeig mir den Weg. Du musst mal das unten zuhalten. So, was bedeutet das? Achso, da zieht deine Schuhe aus. Ja, sie kann so gut lesen, oder? Sie kann so gut lesen. Also Tai beherrscht sie einfach perfekt. Essen. Essen. Nee, gib mir Ben. Gib mir Ben? Nein, gib mir Ben. Mein Mechopa? Weißt du, du hast schon alle probiert. Alle. Mama hat gekauft. Kann ich auch? Nilo mit? Ja. Kann ich mit? Chai. Oh. Nibolai Taiwan. Bua. Eine Kanom Lom mit. Lom mit. Oh, schon Lom mit. Schon gehen Leo. Nee. Schau mal. Ciao. Ja, Freunde. So klingt das, wenn man Thai sprechen kann. Und so klingt es. Sag mal was. Ich sag nichts. Ich bin auch kein Thai. Ich hätte voll Bock auf einen Schrimm, Alter. Hier, guck mal. Wenn das alles echt wäre, oder? Ich würde mich da so reinschmeißen. Glaubt mir, es ist wirklich lecker. Guck mal, das sieht so aus, als wäre das wirklich Essen hier. Wollen wir das mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Am Power Market. Aber das kann man. Das ist echt. Guckt euch das an. Wer sich jetzt fragt, warum wir hier so rumstehen? Wir wollen einfach nur ein bisschen Wind abkriegen. Die Antwort hängt dort. Es ist so warm. Und ich mit meiner. Mittlerweile ist auch, glaube ich, meine Hose getrocknet. Also, es ist wirklich warm. Aber es ist voll schön. Also, ich will auch eine Massage. Sticht sich gerade ein Ohrloch? Was macht die denn da? An ihrem Kopf? Hatten die alle so kurze Haare früher? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, was sie dort tut. Man sieht es nicht wirklich. Sie ist ja schon. Ich bin ein Licht. Sie kann die Stadt beleuchten. Ich bin wieder ein Lichtbändiger. Zum. Wuhu. Ich habe jetzt mal so was zu tun. Okay, lass uns vielleicht mal was angucken hier, oder? Ist das nicht. Herzlich willkommen zum Mathe-Tutorial mit der lieben. Hier ist Sumke. Und
Das hier, wie man ein Boot ausmalt. Da ist hier so Pflanze drauf. Pflanze drauf. Das sind so Pflanzen. Das Pflanze drauf, man, ich schwör. Hier, die wachsen so heraus. Dann sind da noch so Blumen dran. Wenn du eine Handbag machst, dann sieht man es auch. Entschuldigung. Ich muss mich konzentrieren. Das ist, Alter, verschiebt nicht den Tisch. Ich male hier gerade. Das wird dieser Ding. Und okay, das reicht für mich. Ich glaube, ich habe genug von dir gefilmt. Aber hier sieht irgendwie aus wie ein Kindergartenbild. Fische. Ich will es dir nur mal sagen. Also von mir würdest du eine. Glatte. Hast du das gesehen von einer Skala von 1 bis Aporet? Wie schlecht ist das? Und hier kommt so. Okay, das soll ich raus, glaube ich. Das ist sonst so schlecht. Wunderschön, dass du die Fische malst, lieb Kindergartenkind. Mann. Okay, weil ich jetzt den Nationalpark jetzt nicht so gut gefilmt habe, hier ist noch ein bisschen ein paar Impressionen, oder wie sagt man? Dabei ist es so high. Es scheint so nach Gewitter. Ah, und wir wollten noch zum Wassermarkt. Ja, gehen wir jetzt auch hin. Ja, wenn es regnet, dann können wir da nicht hin. Nein, auf jeden Fall wollten wir jetzt noch zum Wassermarkt. Aber wie gesagt, das Wetter sieht sehr schlecht aus, deswegen sind wir uns nicht sicher. Aber ich habe Hunger, deswegen wäre ich dafür, dass wir da hingehen, oder? Sunni! Sunni, du bist live in meinem Vlog. Willst du auch was sagen? Komm! Jetzt kommt da rein, das weißt du. So, Freunde, und zwar haben wir jetzt Spielzeug bekommen, nicht wundern, die geile Filmposition. Und das ist irgendwie so ein Kleber oder so. Und dann. Pustet man da rein, da macht man so Blasen damit. Ich habe jetzt auch noch nicht ganz verstanden, wie. Hast du immer früher diese Dinge? Oh Mann, ist kaputt gegangen. Ja, das sieht dann ungefähr so aus. Snoop Mug! Ja, irgendwie. Also ich. Okay, du erst. Ich. Neue Medaille. Ich sag nicht. Song. No. Okay. Du. Sunke. Yeah. Okay, jetzt ich. Ich verkacke. 100%. Wo soll ich hinziehen? Ich weiß. Ich hab einfach geworfen. Was hab ich? Sunni mit Rettungsweste. Wir fahren jetzt mit dem, was ist das, ein Boot, oder? Einfach nur. Auf dem, was heißt denn Floating Markt auf Deutsch? Wassermarkt. Auf dem Wassermarkt. Genau, auf dem Wassermarkt. Okay. Da sind wir getrennt, dieses vor mir. Voll schön. Hi, Sunni. Ich kann kurz aufhören, mich Sunni zu nennen. Ich bin Bam. 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 Dang, dang, dang. Bye.